Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Guest. Und ihr hört immer noch diese Musik, so wie ich. Und oh Gott. Oh yeah, das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt denkt ihr bestimmt alle, ich habe gecheatet. Habe ich aber wirklich nicht. Ich habe wirklich nicht gecheatet. Wirklich nicht. Oh mein Gott. Ich habe es unlocked. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Hallo. Oh mein Gott, oh Gott. So. Was war das? Mach mir nicht schon wieder Angst, Spiel, ey, ohne Witz jetzt. Facility Area. Schön, dass mein Englisch so schlecht ist, damit ich das verstehen kann. Ich will gar nicht versuchen, ob ich die Tür aufkriege. Du kannst mich mal. Ich nehme alles wieder zurück. Ich gucke mich jetzt hier um. Nein, es muss sein, Freund. Wir müssen uns erst hier umgucken. Alles klar. Was auch immer ich da tun soll, weiß ich noch nicht so genau. Erstmal ein bisschen lesen. Guten Morgen, werte Kollegen. Ich bin kein Mann vieler Worte, weil ich eine Frau bin. Daher werde ich versuchen, meine Dankbarkeit so knapp wie möglich zum Ausdruck zu bringen. Ich freue mich, auf diesem Kongress anwesend zu sein und möchte all meinen Kollegen danken, die es mir ermöglicht haben, heute hier sein zu können. Es bedeutet mir sehr viel, es steht gar nicht sehr, aber ist egal, zum Vorsitzenden dieses Kongresses gewählt worden zu sein. Es ist wahrlich eine Ehre. Warum können die da oben möchte schreiben und hier nicht wählt? Weißt du, verstehe ich nicht. Verzeihung. Ich habe viel ertragen, um hier zu sein und der zu werden, der ich heute bin. Nicht nur die Wissenschaft hat mich hierher gebracht, meine Erfahrungen haben mich geformt als Doktor und als Mensch. Nächste Seite. Lebenserfahrung ist alles. Am Ende ist das, was uns ausmacht. Am Ende ist es das. Oh, Entschuldigung. Ist es das, was uns ausmacht. Meine Erfahrungen sagen mir, dass Wissenschaft und Gesellschaft ein starkes Band verbindet. Unzerstörbar. Wir als Humanisten haben die Pflicht, Wissenschaft und Technologie für die Verbesserung des menschlichen Daseins zu nutzen. Sie sollten Instrumente sein, die soziale Zwecke erfüllen und keine Instrumente, die uns verwirren. Wissenschaft muss sozialen Praktiken und kulturellen Entwicklungen nützlich sein und diese wiederum müssen dasselbe für die Wissenschaft tun. Meine Rede, meine Freunde, meine Rede. So, CTUR. Was steht da? Oh, ich wollte es eigentlich lesen, aber ich habe es auszusehen einfach nur eingepackt. Nein, lass mich weg hier. Ja. Wüsste ich jetzt, in welcher Reihenfolge... Ist das... Das ist ja in Reihenfolge... hier sortiert, ne? Den Umschlag haben wir... Oder? Nee, kann nicht sein, weil die Bibel haben wir zuerst mitgenommen. Und ich weiß jetzt nicht, wir haben von diesen Zeitschriften. Ja, jetzt schon eine mehr, ne? War das? Warte mal. Juli 1986. Juli 19. Okay. Juli 1986. Das wollte ich gar nicht, danke. Habe ich jetzt ernsthaft verlassen gedrückt? Ich habe verwenden gedrückt. Was mache ich denn da die ganze Zeit? Sterben. Habe ich mir jetzt gerade zweimal dieselbe angesehen? Ich bin so ein Profi.
Oktober 1986. Der hat sich das ja bestimmt in dieser Reihenfolge aufgeschrieben. Alter, ich bin so doof, ne? Was mache ich denn hier die ganze Zeit? Ansehen. Februar, okay. Kann ich das gebrauchen? Ich weiß es nicht, ich schreibe das mal auf. B-E-N. B-E-N. Februar. April. B-E-N. E-F-A. Benefa. Benefa. Und dann selbstverständlich C-T-U-R. C-T-U-R. Benefaktor. Wow. Muss ich das da jetzt schreiben? Ja, wie mir genau das R fehlt. Oder bin ich blöd? Q, W, E, T, Y, U, I, O, P, Fragezeichen. A, S, D, F, G, H, J, K, L, Ausrufezeichen. Z, X, C, V, B. Na, natürlich fehlt mir genau das. So, dann glaube ich auch, dass ich da ganz richtig lag. Gucken wir uns den mal an. Was ist das denn, bitteschön? Meet the Thieves. Seht ihr, was mit dem Zimmer passiert? Was soll ich denn da jetzt suchen? Habe ich dazu irgendwelche Hinweise? Habe ich mir dazu mal was aufgeschrieben? Nein. Ich bin der festen Überzeugung, wir haben dazu schon mal einen Hinweis gefunden gehabt. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Aber ich bin mir da relativ sicher. Hier ist doch bestimmt auch noch irgendwas in der Ecke und das sehen wir nicht. I need the lamp. Wir haben hier ein Feuerzeug, aber da haben wir keine Dings mehr drin. Ne? Und das mit dem Alkohol zu kombinieren, ging ja auch nicht. Vielleicht muss ich aber auch das kombinieren. Seht ihr, geht nicht. Körpergel geht's auch nicht. Und was Brennbareres habe ich auch noch nicht gefunden. Kann ich da unten noch irgendwas angucken? Stimmt nicht, solange ich kein Licht habe, richtig? Hier ist noch was. Oh. Irene ist nicht tot. Ja, gut. Er funktioniert nicht mehr. Ich bin der Meinung, wir haben irgendwann mal Koordinaten gekriegt. Also hier so, ne, du weißt schon. Aber ich weiß nicht mehr wo. Es ist immer noch 4.23 Uhr, vermutlich ist das einfach stehen geblieben. War das jetzt in einem der Briefe, die wir nicht mitnehmen konnten, oder war das in einem der Briefe, die wir... Wir haben ja auch so Zettel, die wir mit uns rumdingsen. Ich guck mal die an. Notizblock nicht. Auf dem Serviertablett auch nicht. Pflaster, Seife, Untersetzer. Die haben wir angerufen. Nee, das wohl eher weniger.
Nein. Nein. Das wollte ich gar nicht machen. Nee, ich glaube, so weit. Ich glaube, so weit kamen wir da gar nicht. Guck ich hier nochmal. Ich glaube auch nicht. Ja, woanders wüsste ich jetzt auch nicht. Es kann auch gut sein, dass ich mich da einfach mega irre und jetzt denke, boah, hier waren irgendwelche irgendwo irgendwelche Dingsens und das stimmt gar nicht, da wollte ich gar nicht ran. Da war ja sowieso nichts. In diesem Spiel muss man sich alles aufschreiben. Das ist schrecklich. Nee, ich glaube, ich habe mich da geirrt. Ich weiß es nicht mehr so genau. Hier konnte ich auch nichts mehr ansehen. Alles klar. Gehen wir halt mal wieder hier durch, wa? Ich habe Angst, dass ich hier jetzt wichtige Details... Aber ich komme ja eigentlich immer zurück, oder? Oder nicht? Weil ich kann die ja nicht anzünden. Die Lampe. Ich wüsste nicht, womit. Ich habe weder Feuerzeug noch Streichhölzer. Gehen wir mal durch diesen total überhaupt nicht angsteinflößenden Gang. Alles klar. Zuerst lesen wir uns das mal durch. Aufsichtsabteilung. Verfolgung der Zielgruppe. Gewähltes Datum des Verfahrens. 503, 25.10.86. Aufgewacht um 4.23 Uhr. Ja, das sind wir. Guten Tag. Öffnete ordnungsgemäß die Werkzeugkiste und fand den Knauf. Öffnete die Badezimmertür. Erster Zusammenbruch wegen Tabletten, nahm ordnungsgemäß seine Dosis Amidal an. Fand den Hebel und verwendete ihn, ging ins Wohnzimmer, aktivierte ordnungsgemäß die Stromversorgung, Licht an. Vervollständigte ordnungsgemäß die Drehschlüssel. Zwischenfall 1. Was? Wählte 48151 und aktivierte den Projektor. Vervollständigte ordnungsgemäß das Dahedron. Was auch immer das sein soll. Gab Dystopia ein und fand die Musikkurbel. Vervollständigte ordnungsgemäß das Sicherheitsfeld. Öffnete die letzte Tür. Schaltete das. Punkt, 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 Punkt. Zwischenfall 1. Zielperson fand ein von der Aufsicht klassifiziertes Dokument, in welchem ein Telefoncode erwähnt wurde. 01138. Er wählte die Nummer. Der Notfallstatus wurde aktiviert und ihm wurde neue Amidal-Tabletten zur Verfügung gestellt. Er nahm die Tabletten ein und erlitt eine Überdosis. Er wurde ohnmächtig. Nach einigen Minuten wachte er auf und nahm das Dahedron. Anscheinend hatte er sie davor nicht bemerkt. Alles ist wieder normal. Also waren wir auf dem Drogentrip. Das hätte ich nicht gedacht. An Zimmeraufsicht 1, 313, deren momentaner Einsatzort die Aufsichtsanlage 294 ist.
Bereiten Sie das Zimmer für die Zielperson vor, bevor sie am gewählten Datum aufwacht. Sie finden einen Orientierungsfilm mit weiteren Anweisungen in dem Zimmer. Bleiben Sie in Ihrer Aufsichtsanlage, während die Zielperson Fortschritte macht. Notieren Sie all Ihre Handlungen. Für den Fall, dass etwas Ungewöhnliches vorfallen sollte, steht Ihnen ein Bereich für Zwischenfälle zur Verfügung. Wenn Sie alles unter Kontrolle haben, schreiben Sie eine falsche Pressemitteilung über das Verschwinden der Zielperson, um ihre Daten aus den Aufzeichnungen zu entfernen. Sobald sie fertig sind, sammeln sie ihre Dokumente und lassen sie diese im Container außerhalb des Aufsichtsareals A. Was? Was? Die gehören nicht mir. Ich sollte sie nicht nehmen. Ja, davon gehe ich aus. Stift klauen wir ihm, weil er so ein Penner ist. Da kommen wir nicht weiter. Schön, dass ich dir hier gerade überhaupt nicht sehen kann. Voll der Dieb, ey. Wir werden einfach sowas von beobachtet. Ob die geplant haben, dass wir hier reinkommen. Ich brauche einen Ausweis dafür. Ha. Ein dreistelliges Passwort. Enter your password. Vermutlich ist das entweder 503. Ich versuche mal 503. Oh, ist falsch, okay. Dann, was, wo standen da dann noch irgendwelche Zahlen? Da nicht. Mach ich hier nochmal hier rein. Vielleicht habe ich da irgendeine übersehen. Nein, hier passe ich nicht durch. Ich bin zu fett. Kann ich das von hier gucken? Ja. 313 oder 297 oder 028. Die kann ich mir eh nicht alle merken. 313297. 313297. 313. Oder 2, 9, ups, falsch, 7 oder 038 oder was war das? Ne, 028, okay. Oder 02, oh, jetzt bin ich auf dem falschen Dings. 028. Auch falsch. Was könnte das denn dann sein? Unsere Zimmernummer vielleicht? Okay, wir sind in Raum 297, das habe ich schon. Was müssen wir denn da jetzt für einen Code benutzen? Ein dreistelliger Zahlencode. 201 habe ich hier noch. Das kann ich auch noch mal kurz ausprobieren. Oh. Oh, das wollte ich gar nicht. Was hatte ich da jetzt eben? Hatte ich das in der Hand? Ne, das Telefonbuch, glaube ich, ne?
Operator 000 vielleicht? Das wäre ein bisschen einfach, oder? Oh. Alter Junge. Nee, weiß ich nicht. Muss ich weiter gucken. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das hier bringen soll, dass ich hier bin. 0297. Das sind zu viele Zahlen. Bringt mir jetzt auch nicht so viel, außer dass ich weiß, dass man morgen eventuell hören wird, dass ich nicht mehr da bin und dass da gelogen wird drüber. Check ich nicht. Das verstehe ich nicht, meine lieben Freunde. Aber das macht doch gar nichts, denn die Folge ist zu Ende. Und deshalb können wir uns darüber in der nächsten Folge weitere Gedanken machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.